Hey, ADHS Athleten und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Neustart 2024. Aktiviere dein verborgenes Potenzial als ADHSler. Wie schafft man es mit ADHS, seine Neujahresvorsätze definitiv zu erreichen? Das werde ich dir zeigen. Und zwar mit einer neuen Methode. Ich nenne das Ganze 99% Methode. Und das wurde speziell für ADHSler entwickelt, sodass es auch funktioniert. Und mit dieser neuen Methode, die speziell für ADHSler entwickelt worden ist, wirst du es eben schaffen, deine Ziele zu erreichen. Weil die Methode besteht aus zwei Bestandteilen. Der Schritt 1 ist, ich zeige dir, wie du mit der neuen 99% Methode deine Ziele 2024 mit Freude und Leichtigkeit setzen und erreichen kannst. Und hier kommt dieses Warnschild. Ich zeige dir auch, wie du nie wieder vom Weg abkommst, dich verzettelst, am Ende dann doch wieder nicht dranbleibst. Schamgefühle, ständiger Misserfolg sind dann das Einzige, was bleibt am Ende des Jahres. Das wollen wir vermeiden. Deshalb kommt der Schritt 2. Dranbleiben. Wie schafft man es wirklich dran zu bleiben und Erfolgserlebnisse zu erleben? Und wenn wir mit der 99% Methode Ziele setzen, dann wird dir klar, was dir in deinem Leben wirklich wichtig ist. Es könnte ein Berufswechsel sein, es könnte eine Partnerschaft sein, ein ungewöhnliches Hobby, eine Hilfsorganisation, ein Talent, was du entdeckst. Du wirst deinen Weg finden, und zwar langfristig. Kleine Warnung, was ein bisschen nervig sein könnte. Andere fragen dich dann oft nach Ratschlägen, und das ist dann ganz normal und eigentlich auch ein cooles Gefühl, weil dein Umfeld dir jetzt eine wertvolle Bezugsperson in dir sieht, die genau das vorlebt, was andere so gerne hätten. Wie geht das Ganze? Das Ganze geht mit der 99% Methode. Das ist jetzt zu umfangreich, um das alles zu erklären. Deswegen würde ich das im Erstgespräch, im kostenfreien Erstgespräch dir erklären, dir das auch als PDF dann zukommen lassen, die 99% Methode. Und die Erklärung ist halt folgendermaßen: Es gibt vier Quadranten: negative Zukunft, negative Vergangenheit, positive Vergangenheit, positive Zukunft. Und die Y-Achse ist die Zeit und die X-Achse ist dann Fortschritt. Je mehr du zum Beispiel in der positiven Zukunft dich bewegst, desto größer ist dein Fortschritt, desto krasser kommst du voran. Aber wie das genau funktioniert, erkläre ich dir im kostenfreien Erstgespräch, weil das auch immer individuell ist. Wenn du Bock dazu hast, dann bewirb dich jetzt auf www.eliasmünzel.de. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Also Kevin, du bist jetzt circa 12 Wochen bei mir im Mentoring drin. Was würdest du sagen, wie hat sich dein Mindset verbessert, deine Denkweise? Es hat sich manches verändert und Elias hat auf jeden Fall, oder du hast das mit einer speziellen Art begleitet. Also manches war echt auch anders, als ich es von anderen Formaten oder sowas kennen oder als ich es erwartet hatte, aber das hattest du auch angekündigt. Irgendwie wusste ich das schon, als ich deine Videos gesehen hatte. Und es waren sehr viele praktische Tipps dabei. Es war nah an mir und meinen Bedürfnissen dran. Du bist oft eingegangen, auch auf persönliche Rückfragen auch nochmal. Und ich hatte schon das Gefühl, gesehen zu werden, so, ne? Dass du wirklich guckst, was ist für mich wichtig. Das war jetzt nicht nur so ein reines nach irgendeinem Plan durchgehen oder einfach irgendwelche Informationen mir in die Hand geben, sondern das war auch ein Gespräch oftmals und das war ganz schön. Ich habe mich gut Cool. begleitet, ich habe einiges Cool. dazu gelernt und bin noch dabei, mich noch weiterzuentwickeln, aber kann bestimmt einige, also habe schon viel umgesetzt und kann noch viel umsetzen. Super. Und wie hat sich denn so deine Ordnung verbessert? Das war das, was sich am sichtbarsten verändert hat, weil das war von komplett Chaos zu wirklich eine schöne Wohnung, in der ich jetzt gerne bin. Und vor allem habe ich es nicht kommen sehen. Und weil es während der Zeit des Mentorings passiert ist, denke ich schon, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Also es ist halt, das war hilfreich, irgendwie jemanden zu haben, der mit drauf schaut. Am Anfang haben wir da auch häufiger dann nochmal unter der Woche kurz
hinterher geschrieben. Gar nicht so oft, aber allein zu wissen, okay, da ist jemand, der mitguckt oder auch nochmal Tipp gibt oder so, das hat geholfen. Und irgendwie habe ich es dann selber geschafft. Vor allem diese Routine aufzubauen, jeden Tag ein bisschen was zu machen, so dass es auch nicht zu viel ist oder lästig, sondern dass es einfach so läuft. Und jetzt, ja. Und was hat sich beruflich verändert? Beruflich hat sich verändert, dass ich eine Herausforderung angenommen habe und einen Aufstieg hatte, und das konnte ich auch gut bewältigen. Und weiß ich auch nicht, ob ich es ohne das Mentoring gemacht hätte. Vielleicht sogar ja, aber wahrscheinlich nicht mit dem mit der Zuversicht so, dass ich das auch alles gut hinkriege. Und es war dann einfach auch so, dass ich mit einer Gelassenheit da reingegangen bin in die neuen Aufgaben, und das war bisher alles gut. Und würdest du auch sagen, dass du etwas gelassener und positiver bist? Schon, ja. Das sind immer noch. Aber doch, schon. Und es wurde mir auch gesagt, so von meinem Freund, ohne dass er wusste, dass ich irgendwie ein Mentoring gerade mache, kam das so als Feedback an. Ich dachte, okay, wer weiß, vielleicht ist doch schon ein bisschen was angekommen. Genau. Und wie sieht es denn aus mit Terminen und Fristen? Hältst du dir jetzt etwas besser ein? Etwas besser. Nein, das ist halt wirklich so ein Ding von ADHSlern und ADHSlerinnen. Das ist generell schwierig, aber es wird gerade schon besser. Also ich habe vor allem Termine, wo ich halt in Präsenz erscheinen muss, was so, dass ich manchmal einfach Arzttermin oder sowas vergessen habe. Und das passiert zumindest jetzt nicht. Termine, wo ich wirklich vor Ort sein muss, und da komme ich auch nicht mehr so oft zu spät oder sowas. Das ist jetzt Und was hat dir im Coaching so am besten gefallen? Regelmäßigkeit, dass es auch, aber auch möglich war, was ich jetzt auch nicht so gedacht hätte. Wir haben es ja ein bisschen gezogen, das fand ich gar nicht schlecht. Also das, ne, also wir hatten, wenn ich mal wirklich in der Woche, wenn es gar nicht ging oder sowas, war das auch möglich, das dann ein bisschen zu individualisieren. Und dass es eben möglich war, auch zwischendrin, habe ich nicht so viel in Anspruch genommen, aber Fragen zu stellen oder sowas, allein die Möglichkeit zu haben, bringt schon was. Und doch, ich habe es schon auch öfter mal gemacht. Und dann irgendwie, die Antworten von dir sind meistens relativ kurz und prägnant, aber das ist gerade gut, dass es gar nicht so unübersichtlich wird, sondern eher was, womit man wirklich arbeiten kann. Oder wie so, wie fast schon so mantraartig, ne? So ein, zwei, drei Sätze, die ich mir dann auch im Alltag manchmal sage. Ja. Und würdest du das Coaching auch anderen ADHSlern empfehlen, die vielleicht in einer ähnlichen Lage stecken wie du? Ich würde das schon empfehlen, weil es einfach ADHS-spezifische Themen sind, die durchgegangen werden, und ich musste mir halt nicht alles selber anlesen. Das war auch so die Idee, warum ich es machen wollte. Ich hatte gar keine Lust, irgendwie jetzt, irgendwie Bücher zu wälzen und mich damit so selber zu befassen. Da hat irgendwie auch die Energie gefehlt, und dann war es sehr hilfreich, irgendwie das so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Thank you.